Ja, liebe Leute, willkommen zum Mi-Cup der Wintertour 2023. Wir beginnen diesen Cup mit Daisy im Seelöwen-Singapur-Outfit und der goldenen Richa. Ne? Und ihr seht, es ist neu dabei, die orange Birdo. Ne? Ja, das war ein Preis in der ersten Ranglistenwoche dieser Tour, den ich, möchte ich betonen, nicht erhalten habe. Ich hätte ihn erhalten können, aber ich habe ein anderes Ziel verfolgt. So. Auf geht's. Auf den Dächern hier, des Marktes. So. Jetzt die Treppen hoch. So. Was man hätte noch machen können hier, wäre so ein Zug gewesen. Ne? Das wäre nicht schlecht. Aber gut, er hätte dann vielleicht ein bisschen zu viel an die Kalamari durchgeändert. Naja. So. Ja, dieses Level hier kennt ihr ja, ne? Bereits. Aus der Bangkok-Tour. Von damals. So. Aber hier in dieser Tour ist, wie gesagt, alles von Tokio, Bangkok sowie Singapur dabei. Und natürlich die Battle Levels, ne? Die dürfen auch nicht fehlen. Sowie ein blauer Panzer. So. Aber wir haben es trotzdem geschafft mit unserer goldenen Richa und dem wunderschönen Seelöwen-Mi-Outfit von Singapur. So. Sehr schön. Ja. Jetzt finde ich es doch schade um Birdo, dass ich ihn nicht bekommen habe. Aber jetzt kann man auch nichts mehr ändern. Ne? So, gut. Wir bleiben, würde ich sagen, da es der Mi-Cup ist, bleiben wir bei unserem Seelöwen-Mi-Kostüm, ne, was eine sehr große Rolle spielt in dieser Tour. Und wir nehmen dazu, würde ich sagen, Singapur. War ja damals diese Jukebox hier, ne? Diese Musicbox, so was sie ist. Ist ja Jukebox halt. Ne? Konntet ihr mal damals bekommen. In der Singapur-Tour. Und deswegen nehmen wir dieses Fahrzeug mit dem wunderschönen Rekordgleiter. Ne? So. Yalla. Yalla, yalla, ne? Ich sagen. So. Überholspur Singapur 2X. Auch dieses, auch diese Strecke kennen wir schon aus vergangenen Touren. So. Und da sind wir wieder am Start. So. Oh, und es wird schon wild zur Sache, ich sage es euch. Und wir fliegen. Und mal gucken, wie lange wir es noch schaffen. Schaffen wir 40? Jawohl. 45 Sekunden waren wir in der Luft. Ob es glaubt oder nicht. So. Ja, das ist das Schöne am Rekordleiter, ne? Kann man schon die Zeit abmessen. Wie lange wir in der Luft sind. Schon ein schönes Spielzeug. Ne? Aber es war auch schwer damals dieses Spielzeug zu bekommen. Denn für dieses Spielzeug musstet ihr Rubin opfern. Ne? In einer 50 Dingelröhre, wo das alles noch so wunderschön aktiv war.
Ja, jetzt haben wir noch 44 geschafft. Egal. Wir wollen uns halt lieber auf das Spiel konzentrieren, ne? Anstatt hier auf die Zeit. So. So. Whee. 18 Sekunden und noch was. Und wir haben es geschafft. Mit unserem wunderschönen Seelöwen-Mii-Kostüm. Ne? So. Dann kommen wir zur letzten Strecke dieses Cups. Und zwar ist das Tokio Tempo Tour rückwärts. Auch hierfür nehmen wir nochmal unser Seelöwenkostüm. Und wir werden nehmen, weil es sich ja um Tokio handelt, Japan. Gibt es also einen schönen japanischen Frosch. No? Mit. Muss ich mal gucken, was passt dazu gut. Ich würde sagen, da nehmen wir, würde ich sagen, unser wunderschönes Schleifchen hier. Ne? Den Yukata-Gleiter. Yukata-Schleifchen-Gleiter. So. So. Ja, viele werden es vielleicht langweilig finden, dass diese Tour nur aus drei Orten besteht. Aber wenn man so einen richtigen Japan-Fetisch hat, wie ich, also einen richtigen Asia-Fetisch, dann ist die Tour für denjenigen richtig perfekt. Na? So. Und es hat auch viel Abwechslung, wie gesagt. Ne? Auch wenn es dieselben Orte sind, aber immer neue Action. So, sind wir zum Beispiel ganz groß. Oder klein und fein. So. Okay. Und ich muss sagen, diese Tour geht relativ schnell um. Also jetzt von den Strecken meine ich jetzt. Nicht von der Länge, sondern von der Streckenlänge. Zum Beispiel Tokio hier ist relativ kurz. Ne? Aber macht großen Spaß, wie gesagt. So. Geschafft. Ich finde ein bisschen, man hätte Tokio ein bisschen länger machen können. Ne, gerade Tokio, mal wenn es eine kleine Stadt ist, okay, dann ist es kein Problem. Aber gerade Tokio, ne? Eines der größten, bevölkersten Städten der Welt. Naja, okay. Da ist halt Nintendo so, nicht? Gut. Dann kommt als nächstes der Funky Kong Cup. Also, freut euch drauf.